Hallo liebe RC-Freunde, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein Einsteigerflugzeug für euch und zwar verbirgt er sich hier in dieser Transportbox und zwar der Radiolink A560 3D-Flieger. Das ist ein RTF-Stuntflyer mit Gyrofunktion, ganz einfach zu fliegen. Wir haben sogar die Möglichkeit auf Knopfdruck damit zu torken. Ich zeige euch natürlich am Anfang erstmal wieder, was alles mitgeliefert wird. Wir bauen den Flieger einmal zusammen. Dann zeige ich euch nochmal die Funktion der Fernsteuerung und danach gehen wir natürlich auch fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los, verlieren keine Zeit. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Dann gucken wir uns wie immer mal als erstes an, was mitgeliefert wird. Als allererstes sehen wir hier schon eingepackt in der Transportbox. Die kann man wirklich zum Transport benutzen, wenn der Flieger auseinandergebaut ist. Wir haben nämlich hier auch noch einen Tragegriff dran. Und wir haben links und rechts noch zwei Aufhängeösen für so ein Schulterband. Das ist auch mit da drin. Dann machen wir mal die Verpackung hier eben auf. Einfach hier mit dem Reißverschluss. Dann kann man das einmal aufklappen. Dann haben wir hier alles drin, was wir brauchen zum Fliegen. Als allererstes natürlich wieder die beiden Bedienungsanleitungen. Einmal die elektronische und einmal die Aufbauanleitung. Dann haben wir mit dabei natürlich die 2,4 GHz Fernsteuerung, hier so eine Spielkonsolen-Fernsteuerung, aber schon mit Aluminiumknüppeln. Die zeige ich euch gleich, wie gesagt, nochmal etwas genauer. Dann haben wir noch im Packungsinhalt enthalten zwei Lithium-Polymer-Akkus, 500 mA 2S, zwei Stück davon, finde ich sehr gut. Dann haben wir noch das Ladegerät für die beiden LiPo-Akkus, hier mit so einem USB-Kabel und so einem kleinen Ladegerät dabei. Dann haben wir hier, wie gesagt, eben schon den Nackengurt, den Schultergurt zum Transportieren für die Box, kann man dann schön umhängen. Dann haben wir hier den Hauptrumpf. Wie ihr seht, alles schon verbaut, die ganze Elektronik ist schon verbaut, die ganzen Servos, der Empfänger ist hier drin, der Gyro ist verbaut. Die Gestänge sind hier alle mit dran, das muss man gleich alles nur noch einhängen bzw. kurz zusammenschrauben. Das machen wir aber gleich zusammen, der Motor ist schon installiert. Dann können wir den Styroporteil hier einmal abheben und kommen zur zweiten Abteilung. Da haben wir dann das Höhenleitwerk zweiteilig drin, auch alles schon zusammengebaut. Das müssen wir nachher auch noch zusammenstecken. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werkzeug und die Befestigungsclips und noch ein bisschen Klebeband dabei und einen kleinen Kreuzschraubendreher. Wir haben hier das Landegestell noch mit dabei, was wir nachher daran klipsen können. Wir haben hier noch das Ladegerät für die Fernsteuerung, denn in der Fernsteuerung ist auch ein Lithium-Polymer-Akku verbaut. Wir haben hier noch jede Menge Montageringe für den Propeller vorne. Dann haben wir zwei Propeller mit dabei. Finde ich auch gut, dass hier ein Ersatzpropeller dabei ist. Dann haben wir noch hier so einen kleinen Umbausatz für die Fernsteuerung, wenn wir die Feder oder einen anderen Mode fliegen, um die Feder umzubauen oder die Federbelastung für den Knüppel umzubauen. Dann haben wir hier noch dabei für den Piloten einen kleinen Schlüsselanhänger vom Radiolink-Flieger. Hier noch ein paar Ersatz-Servokreuze, denke ich mal, dass die als Ersatz sind, dass wir die nachher nicht brauchen, weil die sind ja auch alle schon montiert eigentlich. Und last but not least haben wir natürlich hier noch die Tragfläche, auch schon alles mit Ruderanlenkung dran. Wir haben hier alles verbaut. Wir haben sogar eine Carbonverstrebung hier noch eingeklebt. Wie gesagt, wir müssen den Flieger gleich nur noch zusammenkleben. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt mal als nächstes. So, hier seht ihr jetzt, was man alles für die Montage braucht. Natürlich den Rumpf, die Tragfläche und das Höhenleitwerk. Zum Befestigen brauchen wir nur hier vier Clipse für die Tragfläche und einen etwas anderen Clips für das Höhenleitwerk. Das Landegestell können wir nachher einfach hier vorne reinstecken, den Propeller montieren und dann ist das Ganze montiert. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal im Schnelldurchgang den Flieger zusammen. Ja, ihr habt gesehen, es geht total easy, deswegen habe ich das jetzt auch im Schnelldurchlauf gemacht.
Ihr müsst eigentlich wirklich nur die Klipse, die dabei sind, hier unten eindrehen, einmal reinstecken, einmal 90 Grad verdrehen, dann klemmt die sich automatisch. Genau das gleiche hinten beim Höhenleitwerk, da haben wir ja den anderen Pin, den müsst ihr auch einfach nur reinstecken, um 90 Grad verdrehen und dann ist das Leitwerk geklemmt. Dann müsst ihr nur noch die Ruderanlenkungen hier einklipsen, immer an die oberste Position, also an die oberste Bohrung der Aufnahme. Ich empfehle euch eigentlich, die habe ich jetzt nicht hier, deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht, aber ich werde das noch nachtragen oder nachrüsten, empfehle ich euch diese Gummis, die man hier für diese Gabeln kaufen kann, um die hier drüber zu stülpen, damit die nicht von alleine wieder auseinandergehen, weil ich traue diesen Kunststoffklipsen jetzt hier nicht so richtig. Die gehen manchmal auf, das wäre dann im Flug blöd. Das Einzige, was ich jetzt hier noch ein bisschen korrigieren musste, ist die Position der Ruderanlenkungshörner für die Querruder. Die waren etwas zu steil angeklebt, die passten nicht zum Winkel hier für das Gestänge. Deswegen habe ich das einfach mit der Hand ein bisschen verdreht, das geht aber ganz gut. Jetzt passt es auf jeden Fall besser. Und ja, das war es eigentlich mit dem Zusammenbau. Ich empfehle euch nachher für den Test der Elektronik, wenn ihr den anschließt, den Propeller wieder abzumachen, weil das kann echt böse ins Auge gehen. Den auf jeden Fall immer abmachen, wenn man irgendwas ausprobiert und den erst wieder dran machen, wenn er dann wirklich fliegen geht und alles richtig eingestellt ist. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal die Fernsteuerung. Dann hier nochmal ein kleiner Überblick über die Fernsteuerung, die dabei ist. Wie man sehen kann, haben wir hier so eine Art Game-Controller-Pad. Der ist nicht gerade sehr groß, also nicht unbedingt für Riesenhände geeignet. Wir haben hier aber schon Aluminium-Sticks. Hier oben ist auch so eine Zackenkrone drauf, dass wir hier gut mit dem Daumen steuern können. Fühlt sich alles auch sehr gut an. Also für die Fernsteuerung muss ich sagen, fühlt sich alles sehr wertig an. Knackst auch nichts. Die Sticks lassen sich schön bewegen. Wir haben hier in der Mitte den An-Ausschalter. Wenn man den länger drückt, dann geht der Sender an. Wir haben hier drumherum um die Sticks wieder die Trimknöpfe zum Trimmen aller Achsen. Wir haben hier unten einen Mini-USB-Anschluss zum Laden des LiPo-Akkus, der da drin ist. Wir haben nämlich hier auf der Rückseite kein Akkufach bzw. Batteriefach, sondern einen eingebauten LiPo-Akku, 900 mAh 1S. Dann haben wir hier oben oder stirnseitig noch vier Funktionsknöpfe. Einmal hier so ein Drehrädchen und einmal einen Knopf. Die sind aber für den A560 nicht relevant, die sind außer Funktion in dem Fall. Und darunter haben wir zwei Dreistufenschalter, einmal den CH7 und einmal den CH5. Damit können wir die insgesamt sechs Steuermodis durchschalten und das versuche ich euch jetzt mal hier ein bisschen zu erklären. Fangen wir mit dem stabilisierten Modus an. Das heißt, wenn wir die Steuersticks loslassen, dann neutralisiert sich der Flieger von alleine und wir haben einen begrenzten Roll- und Nickwinkel. Das heißt, wir können keine Rollen fliegen mit dem stabilisierten Modus. Den schalten wir ein, wenn wir CH7 nach unten geschaltet haben und CH5 ebenfalls nach unten geschaltet haben. Dann gibt es als zweites noch den Gyro-Mode. Der ist im Grunde ähnlich wie der stabilisierte Modus, nur dass wir da dann keine Stabilisierung in der Neutralstellung haben. Das heißt, wenn wir die Sticks loslassen, dann bleibt der Flieger in der Position, wie er gerade ist. Den Gyro-Mode schalten wir ein, indem wir auch CH7 nach unten schalten und CH5 in der Mittelstellung haben. Dann gibt es noch den manuellen Modus. Da ist dann alles komplett ausgeschaltet, der Gyro. Da können wir dann frei fliegen. Wir können Rollen fliegen, wir haben keine Drehratenbegrenzung, wir haben aber auch keine Stabilisierung. Und den manuellen Modus können wir einschalten, indem wir CH7 immer noch nach unten haben und den CH5-Schalter nach oben geschaltet haben. Dann können wir noch den CH7-Schalter nach oben schalten. Dann kommen wir im Grunde in die Torque-Funktion rein, wobei da in der Mittelstellung auch noch der Akkromod zwischenhängt. Das heißt, wenn wir CH7 nach oben haben und CH5 in der Mittelstellung haben, dann sind wir im Akkromodus. Das ist im Grunde eine Mischung aus Gyro-Modus und normalem Modus. Das heißt, wir haben die volle Stabilisierung mit der Neutralstellung des Fliegers, wenn wir den Knüppel loslassen, haben aber dafür nicht mehr die Begrenzung für Roll und Nick. Das heißt, wir können Rollen und Loopings ganz normal fliegen im stabilisierten Modus. Dann kommen wir jetzt zu den Torque-Funktionen. Das ist einmal, wenn wir CH7 nach oben haben und CH5 nach unten, sind wir einmal im Torque-Modus für die Steuerung so etwa wie Multicopter. Das heißt, wir können mit dem Rollknüppel bzw. mit dem Querruderknüppel, der eigentlich für Flieger da ist, beim Torken jetzt nach links und rechts fliegen und mit dem linken Stick den Flieger drehen. Das ist normalerweise ja beim Flugzeug nicht so. Wenn wir das wollen, im Prinzip den Torque-Modus für Fixed Wing, also für Flugzeuge, müssen wir CH7 nach oben machen und CH5 nach oben machen. Dann sind wir im Prinzip in dem ganz normalen Flugzeug-Torque-Modus. Das heißt, wir können mit dem Querruder den Flieger drehen und mit dem Seitenruder nach links und rechts fliegen. Ja, das waren jetzt erstmal die ganzen Modis. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch ein paar Aufnahmen von dem Flugzeug mit ein paar Details und Detailinformationen und dann gehen wir endlich fliegen.
Kommen wir beim A560 am Ende auch nochmal zu einem kleinen Fazit. Ich muss sagen, der Flieger fliegt wirklich sehr gut, sehr gutmütig. Auch die Stabilisierung funktioniert einwandfrei. Auch die sechs Stabilisierungsmodis funktionieren ganz gut. Ich habe festgestellt, dass für mich persönlich eigentlich der Gyro-Modus am besten war. Da hat man noch eine gewisse Stabilisierung, hat aber nicht die Einschränkung der Ruderausschläge. Das heißt, wir können Rollen und Loopings ganz normal frei fliegen, haben aber trotzdem bei Wind noch eine Stabilisierung im Flieger. Wer die Mittelstellung oder die Neutralstellung bei Knüppel loslassen haben möchte, den empfehle ich eigentlich den Akrobat-Modus. Da hat man, wie gesagt, auch die volle Stabilisierung, auch mit dem Zentrieren nach dem Loslassen der Sticks, dass der wieder in neutrale Stellung geht, der Flieger. Hat aber trotzdem die kompletten Ruderausschläge zur Verfügung, dass man da auch Rollen und Loopings ganz normal fliegen kann. Die Torque-Funktion hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen hackelig aussah, wenn man aus dem Flug heraus in den Torque-Modus geschaltet hat. Auch während dem Torken hat er manchmal so kleine Aussetzer gehabt, kam nicht so oft vor, aber kam vor, hat aber nie zu einem Absturz geführt. Von daher würde ich sagen, die Torque-Funktion eigentlich eine schöne, nette Zusatzfunktion, da kann man auf jeden Fall Leute mit beeindrucken. Das Umschalten aus dem Torque-Modus heraus, das heißt also beim Torken umschalten in den Akrobat-Modus zum Fliegen weiter, klappt wirklich sehr gut. Das sieht auch alles sehr sauber aus, das hat auch immer wirklich super funktioniert. Die Flugzeit beträgt ungefähr, ich sag mal, 7 bis 10 Minuten, je nach Flugstil. Der Sender fängt aber nachher an zu piepen, sobald der Akku leer wird, habt ihr noch ein bisschen Zeit zum Fliegen. Aber der Sender gibt euch auf jeden Fall Bescheid, wenn der Flugakku leer geht. Die Grundeinstellung bzw. die mechanische Ausrichtung des Fliegers war eigentlich auch soweit okay. Ich musste nur das Gestänge von dem Höhenleitwerk etwas nachstellen. Ist aber kein Problem, muss man einfach nur mit dem Kreuzschraubendreher die kleine Schraube hier lösen, das Gestänge rein oder rausziehen, dann wieder festschrauben. Den kleinen Schraubendreher, der dabei ist, hier im Lieferumfang, den könnt ihr allerdings wegwerfen, der hat sofort durchgedreht. Was ich auch cool finde an dem Flieger ist, dass man den super schnell zusammenbauen kann. Das habt ihr ja in dem Video gesehen. Man kann den aber auch genauso schnell wieder auseinanderbauen und dann hier in der Transportbox verstauen. Das ist super praktisch, wenn man den mal mit in Urlaub nehmen will. Dann muss man den nicht zusammengebaut in den Kofferraum legen und dabei eventuell kaputt machen, sondern kann den wirklich auseinanderbauen, hier einpacken und dann mit in den Koffer oder mit den Koffern zusammen hinten in den Kofferraum schmeißen. Da passiert ja nichts dran und im Urlaub könnt ihr den super schnell wieder zusammenbauen. Als abschließendes Fazit würde ich sagen, ist er auf jeden Fall auch für Anfänger geeignet. Der fliegt wirklich sehr gutmütig. Auch die verschiedenen Stabilisierungsmöglichkeiten, die man hat, ist für Anfänger wirklich gut geeignet, weil da kann man sich so seinen eigenen persönlichen Favoriten raussuchen. Die Torque-Funktion finde ich auch eine nette Spielerei. Kann man auf jeden Fall Leute mit beeindrucken, wenn man jetzt nicht frei torken kann. Macht auf jeden Fall was her. Vielleicht kann man so auch ein bisschen torken üben. Dadurch, dass das ja ein Flächenflieger ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Torque-Funktion für Flächenflieger zu nehmen und nicht für die Kopterflieger. Dann trainiert ihr das ein bisschen so. Ja, und ich würde sagen, das war's jetzt wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte gerne ein Like da. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar unter das Video. Wer noch nicht hat, kann meinen Kanal natürlich sehr gerne abonnieren. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.